Frau Oberbürgermeisterin, Sie dürfen nicht zusammenzucken, wenn es anfängt. Oh ja. Da muss man sich dran gewöhnen. Ich denke mal, dass mein Vizepräsident mir jetzt gerade immer kurz was sagen wird. Kleinen Moment bitte. Herrschaften, wir haben gerade gehört, die OP lässt keine Verhandlungen mehr zu. Hiermit sind die Friedensverhandlungen gestorben. Oh. Seht zu, wie ihr reinkommt. So, Tede. Den Krieg könnt ihr haben. Garde, Prinzengarde, Marsch. Drei gerippte Gläser sind mir zu gefallen. Der Sturm bricht los. Meine Damen, meine Herren, die Kriegsberichterstattung von dem fröhlichen Römerwerk von Frankfurt geht bis hinüber nach Schorborn. Es rauscht und ballert. Sogar unsere OB-Verhaftung, die Weißbischöfe schwer ihren Kampf. Ich beuge mich wunder, wie das hier weitergeht. Der Prinz ist ganz vorne dran. So, das ist nicht mehr möglich. Also, und Sie sagen, der Prinz wäre Ihren Freund, ich warte. Also ein prinzliches Haus, ein Rathaus. Der Prinz ist ein Stürmer, ist das. Ein Rathaus-Erstürmer. Ich weiß nicht, jetzt ist mal so an der Pforte angelangt. So wunderschön wie heute, so ein Tag, der dürfte nie vergehen. So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der dürfte nie vergehen. So ein Tag, auf den man sich so freut. Und wer weiß, wann wir uns wiedersehen. Ach, wie bald ist wieder Aschermittwoch. Und die Tage im Wind verwehen. So ein Tag, so wunderschön. Genauso schön wie am Rio.
Stimmung ist famos. Bei der tollen Fasnacht hier in Frankfurt am Main. Lass uns heute fröhlich sein. Und nochmal! Im Saal ist was los. Diese Stimmung ist famos. Bei der tollen Fasnacht hier in Frankfurt am Main. Lass uns heute fröhlich sein. Kommt mit Ringe, Ebbelwoi! Komm schon in den Kommenei! Der Bussmann, das Schoppeglas! Ganz Frankfurt hat's im Sommer Spaß!